Die Autorin Frau Dr. Johanna Hara veröffentlichte im Jahr 1934 erstmals ihr Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Johanna Hara war eine deutsche Ärztin, geboren 1900 und gab viele Erziehungsratgeber heraus. Dieses Buch hier war aber so erfolgreich, dass fast jede Frau das zur Geburt ihres Kindes geschenkt bekommen hat. Und jetzt haltet euch fest, was da drin steht. Das Ziel dieses Buches war es nämlich nicht, Kinder zu glücklichen, selbstbewussten und starken Erwachsenen heranzuziehen. Nein, sondern das Ziel war eher politisch orientiert. So sollten aus Kindern folgsame Soldaten gemacht werden. Menschen, die sich nicht von Emotionen leiten lassen und dadurch angeblich Stärke zeigen. Man sollte den Kindern auf jeden Fall Zuneigung entziehen und sie auch einfach mal schreien lassen, denn dies sei angeblich gut für die Lungen. Hast du den Spruch schon mal gehört? Das ist natürlich völliger Quatsch. Sogar Körperkontakt sollte man den Kindern entziehen. Folgen dieser schwarzen Pädagogik waren zum Beispiel beziehungsunfähige Menschen, Menschen mit Bindungsstörungen, mit gestörten Eltern-Kind-Beziehungen. Das Buch wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verboten, aber schnell wieder veröffentlicht, nur Deutsch hat gefehlt. Es hieß dann Die Mutter und ihr erstes Kind. Die Überarbeitung war aber so lasch, dass quasi im Kern immer noch das Gleiche da drinne stand. Dieses Gedankengut beeinflusste bei den meisten von uns also unsere Großeltern als Kinder, die das dann aber an ihre Kinder wieder weitergaben, also an unsere Eltern. Schon alleine aus meinen persönlichen Erfahrungen finde ich es erschreckend, was für schlechte Eltern-Kind-Beziehungen die Generation meiner Eltern zu ihren Eltern hat. Und dieses Buch von Johanna Hara kann tatsächlich ein Grund dafür sein. Edel Damen und Edelherren, wir sehen uns schon morgen wieder. Gehabt euch wohl. Wir werden immer noch von den Erziehungsmethoden der Nazis beeinflusst. Lasst uns mal über das Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind sprechen und am Ende des Videos auch darüber, ob auch du schon einmal damit in Kontakt gekommen bist. Seid gegrüßt zu eurem täglichen Geschichtswissen. Die